Willkommen zurück zum Lernzyklus Kreuztabellen. Jetzt, wo wir wissen, wie man Kreuztabellen ausfüllt und interpretiert, schauen wir uns an, wie wir unser bisher Gelerntes umsetzen können. Hierfür werden wir uns einem Rätsel widmen. Maria, Lina, Sophie und Hanna treffen sich im Park, um mit ihren Hunden Gassi zu gehen. Sie setzen sich in den Hundepark und du hörst, wie sie sich unterhalten. Nach 30 Minuten verabschieden sie sich voneinander und als sie schon weg sind, siehst du, dass eine von ihnen das Lieblingsspielzeug ihres Hundes vergessen hat, einen kleinen Ball. Leider weißt du nicht mehr genau, welchem Hund und welcher dazugehörigen Besitzerin das Spielzeug gehört. Du erinnerst dich zurück an das Gespräch, das die vier Frauen hatten. Du weißt, dass ein Hund Rocky, ein Hund Bello, ein Hund Lucky und ein Hund Joker hieß und dass mit einem kleinen Ball, einem Knochen, einem Seil und einer Puppe gespielt wurde. Du notierst dir außerdem folgende Informationen. Der Hund, dessen Lieblingsspielzeug der Knochen ist, hat einen Wolkenanhänger. Das Fell von Sophies Hund ist gestreift. Das Seil ist das Lieblingsspielzeug von Joker. Er hat keinen Herzanhänger. Der Hund mit dem gepunkteten Fell spielt am liebsten mit einer Puppe. Maria ist die Besitzerin von Bello. Der ganz weiße Hund hat einen Sternanhänger. Rocky ist der Hund von Hanna. Luckys Anhänger hat die Form eines Kleeblatts. Und Bellos Fell ist ganz schwarz. Welchem Hund bzw. welcher Besitzerin solltest du also den Ball zurückgeben? Diese Art von Rätsel nennt sich Logikrätsel. Wir haben Informationen gegeben und sollen uns anhand dieser Angaben die fehlenden Informationen logisch herleiten. In einigen Fällen ist bei dieser Art von Rätsel eine Tabelle vorgegeben, die, um das Rätsel zu lösen, ausgefüllt wird. Wenn wir uns an das Basic Video 1 zurückerinnern, haben wir dort ja genau das gemacht. Informationen aus einem Text herausgelesen, in einer Tabelle eingetragen und die Tabelle dann vervollständigt. Sehen wir uns also die Tabelle zu unserem Rätsel an. Dir ist wahrscheinlich schon aufgefallen, dass wir hier keine Häufigkeiten wie bisher gegeben haben. Häufigkeiten sind hier überflüssig, weil jede Merkmalsausprägung genau einmal vorkommt. Daher kann man in die Zellen auch die Ausprägung statt der Häufigkeit eintragen. Das erlaubt es, in den Zeilen vier verschiedene Merkmale statt nur einem Merkmal bei einer Standardkreuztabelle unterzubringen, während die Spalten, wie gewohnt, die vier Ausprägungen des Merkmals Hundename enthalten. So kann man vier Standardkreuztabellen, die man extra erstellen müsste, in eine Tabelle zusammenfassen. Nehmen wir beispielsweise das Merkmal Fellfarbe des Hundes her. Wir wissen, dass von den vier Hunden einer gestreift ist, einer gepunktetes, einer ganz weißes und einer ganz schwarzes Fell hat. Wenn wir also drei Felle drei Hunden zugeordnet haben, wissen wir auch automatisch das Fell des vierten Hundes, da es jedes Fell nur einmal gibt. Das Prinzip aus dem Basic-Video, bei dem wir immer auf 100% ergänzt haben, funktioniert hier also auch, nur dass wir statt den 100% als Ganzes alle Ausprägungen des Merkmals als unsere 100% sehen. Mit diesem Wissen können wir losstarten. Zunächst brauchst du aber ein Blatt Papier und einen Stift. Alles bereit? Dann kehren wir zurück zu der Tabelle, die Teil des Rätsels ist. Zeichne dir diese Tabelle auf deinen Zettel. Sie wird nämlich in Kürze nicht mehr zu sehen sein, damit du dann die Hinweise gut lesen kannst. Drücke hierfür auf Pause. Wenn du die Tabelle fertig aufgezeichnet hast, kannst du nun versuchen, die gegebenen Hinweise in die Tabelle einzutragen. Stoppe das Video und starte es wieder, wenn du bereit bist, deine Ergebnisse zu vergleichen und die Frage zu beantworten. Wir kommen zur Auflösung. Der Ball gehört Lucky und seiner Besitzerin Sophie. Falls du die Lösung nicht gefunden hast, erkläre ich dir, wie man zu der richtigen Lösung kommt. Falls du das Rätsel schon gelöst hast und die Erklärung nicht nochmal hören möchtest, kannst du zu 7 Minuten 25 vorspulen. Die erste Information, die wir direkt in einer der Zellen eintragen können, ist, dass das Seil das Lieblingsspielzeug von Joker ist. Auch direkt aus den Hinweisen lassen sich die Besitzerin von Bello herauslesen, nämlich Maria, und die Besitzerin von Rocky, nämlich Hanna. Wir wissen auch, dass Luckys Anhänger die Form eines Kleeblatts hat. Und dass Bellos Fell ganz schwarz ist.
Der nächste Schritt ist ein bisschen schwieriger. Wir können jetzt nicht mehr direkt aus einer Information ablesen, welchen Halsbandanhänger Joker hat. Aber wir wissen, dass er keinen Herzanhänger hat. Da wir Luckys Anhänger schon wissen, muss entweder Rocky oder Bello den Herzanhänger haben. Wir wissen außerdem, dass der Hund einen Wolkenanhänger hat, dessen Lieblingsspielzeug der Knochen ist. Das Lieblingsspielzeug von Joker ist das Seil, also kann er keinen Wolkenanhänger haben. Es kommen wieder nur Rocky und Bello für den Wolkenanhänger in Frage. Wir wissen zwar noch nicht, welchem der beiden der Wolkenanhänger oder der Herzanhänger gehört, aber da in jedem Fall diese beiden Anhänger Rocky und Bello zugeordnet sind, bleibt noch ein Anhänger übrig, der Joker gehören kann, da alle anderen schon vergeben sind, nämlich der Sternanhänger. Jetzt wissen wir auch, dass das Fell von Joker ganz weiß ist. Als Besitzerin von Joker kommen noch Sophie und Lina in Frage. Da Sophies Hund gestreift ist, kann der ganz weiße Hund Joker nicht zu ihr gehören. Lina ist also die Besitzerin von Joker. Für Sophie bleibt also noch Lucky übrig. Und wir wissen, dass Sophies Hund Lucky gestreift ist. Wir konnten schon 3 von 4 Fällen den Hunden zuordnen, also bleibt noch ein Fell, nämlich das gepunktete, für Rocky übrig. Rocky spielt also aufgrund der Information, dass der Hund mit dem gepunkteten Fell das Lieblingsspielzeug Puppe hat, am liebsten mit einer Puppe. Jetzt können wir herausfinden, ob Rocky oder Bello einen Wolkenanhänger trägt. Rocky hat ein anderes Lieblingsspielzeug als den Knochen, somit kommt er nicht mehr für den Wolkenanhänger in Frage. Dieser gehört Bello. Dadurch ergibt sich auch der Knochen als Lieblingsspielzeug für Bello. Für Rocky bleibt der Herzanhänger übrig. Und für Lucky der Ball als Lieblingsspielzeug. So haben wir den Hund gefunden, dem der Ball gehört, und können ihn beim nächsten Mal an Lucky und Besitzerin Sophie zurückgeben. Jetzt bist du für weitere Rätsel dieser Art und Kreuztabellen gut gewappnet. Ich hoffe, du hattest Spaß mit diesem Videozyklus und konntest etwas für dich mitnehmen. Tschüss!